Solche wunderbaren Grundstücke am Wasser kann man erwerben. Mitten in Europa bereits ab 20 Euro Quadratmeter Grundstücke, die man als Investor kaufen kann. Und ich weiß, dass viele Menschen nach Investitionsmöglichkeiten suchen, wo das Geld sicher angelegt ist, wo das Geld sich schnell vermehren kann, dass man aus 10 Euro 20 Euro machen kann. Viele Menschen suchen nach Investitionen, was sie langfristig ihren Kindern hinterlassen können und wo die einfach dran Spaß haben. Warum Grundstücke so lukrativ sind? Na, weil das Sachwerte sind. Das ist ein Wert, was man anfassen kann. Entweder ist es ein Haus, was du besitzt und anfassen kannst und immer verkaufen kannst, oder ein Grundstück. Falls du keine Immobilie hast, was du kaufen kannst, was dir gefällt oder was deinem Preis entspricht, dann kauf am besten Grundstücke. Erstens sind die Grundstücke nicht so teuer wie die Immobilien selber. Zweitens, du kannst die nach deiner Lust und Laune bebauen. Auf die Frage, warum man die Grundstücke überhaupt kaufen sollte, weil die nicht mehr produziert werden auf diesem Planeten, weil die Grundstücke unterliegen nicht so einer hohen Steuer, wenn die noch nicht bebaut sind, wie zum Beispiel das hier, weil die Grundstücke immer gefragter werden. Wir sind auf unserem Planeten mittlerweile knapp 8 Milliarden Menschen. Und wenn man sich vorstellt, vor 60 Jahren waren das gerade mal 2,5 Milliarden. Wir werden immer mehr Menschen auf diesem Planeten. Viele junge Menschen wollen bauen, viele wollen viel Platz haben. Und daher sind die Grundstücke allgemein, Grund und Boden, sehr gefragt. Und das ist eine Möglichkeit für junge Menschen, sich etwas zu schaffen für die Zukunft. Du kaufst heute ein Grundstück, lass es stehen, bezahlst keine Steuern, also zumindest nicht in Bulgarien dafür, keine Grundsteuer jährlich. Lass es einfach stehen und für den Fall der Fälle. Als Investor weiß ich zum Beispiel ganz genau, dass ich etwas brauche als Investitionsmöglichkeit, wo ich mein Geld reinpacke, wo ich mir ganz, ganz sicher bin, dass die Anlage langfristig bleibt, dass die mir Geld bringt. Das ist der erste wichtige Punkt. Und Grundstücke zum Beispiel unterliegen keine großen Arbeit. Du kaufst es, lass es stehen und brauchst nicht renovieren, du brauchst es nicht erneuern. Du vermietest das einmal, verpachtest das Ganze und brauchst dir keine Sorgen zu machen. Das ist eines der einfachsten Möglichkeiten, passives Geld zu generieren jeden Monat. Das Grundstück bringt dir Geld, indem du das verpachtest. Es macht dich nie so viel Arbeit, das kostet dich keine Steuern. Und meiner Meinung nach sind die Grundstücke eines der lukrativsten Geldanlagen überhaupt, weil du einen Sachwert hast. Du hast immer noch Grund und Boden, was du anfassen kannst. Das nimmt dir keiner weg. Ich sage auch immer, wenn eine Bombe reinfliegt und dein Haus kaputt geht, alles, was überbleibt, ist ein Grundstück. Deshalb Grundstück als Kapitalanlage kaufen, eins der sichersten Geldanlagen, eins der lukrativsten Geldanlagen, weil die Grundstücke im Preis sehr, sehr ansteigen. Dadurch, dass wir immer mehr Menschen sind auf dem Planeten und dadurch, weil immer mehr und mehr gebaut wird, absolut mein Top-Favorite, wo du dir keine Sorgen machen sollst, ob das Geld kommt oder nicht. Es kommt 100%. Ach ja, und da kommt noch mein persönlicher Favorit, warum ich mir immer mehr Grundstücke kaufe. Na, weil ich das selbst gestalten kann. Ich bin eine kreative Person. Ich liebe es, etwas Neues zu beschaffen und ich liebe es, etwas zu planen. Und auf meinen eigenen Grund und Boden, wenn ich das besitze, kann ich ein Haus bauen. Ich kann zwei, drei, vier, ein Stock, fünf Stock, 10 Stöcke. Ich kann mit meinem Grundstück machen alles, was ich will. Die Entscheidung liegt bei mir. Und das ist eins der wichtigsten Punkte für mich persönlich, warum ich Grundstücke kaufe, damit richtig viel Geld verdiene und dann, warum ich das meinen Kunden empfehle. Also wenn du Interesse hast, reich zu werden mit Grundstücken, und ich sage extra dieses Wort reich, weil die Grundstücke, Grund und Boden macht dich reich, dann schreib uns an. Schreib mir gerne in den Kommentaren, ob du schon ein Grundstück besitzt oder ob du eins haben möchtest. Warum kaufen eigentlich reiche Menschen immer nur Grundstücke und Immobilien? Weil mit Grundstücken entgehen die Inflation. Ein Grundstück kann man kaufen, stehen lassen, irgendwann mal bebauen oder auch nicht. Nur dein Geld ist sicher angelegt, weil Grund und Boden immer mehr kostet. Inflation unterliegt derzeit in Deutschland ca. 7%. Das Geld ist sicher geparkt und steigt immer im Preis, weil überall, wo gebaut wird, steigen zum Beispiel die Grundstücke. Mein Grundstück, was ihr zum Beispiel hier seht, habe ich vor 3 Jahren gekauft. Das hat nicht mal 20 Euro Quadratmeter gekostet.
Jetzt bebauen wir das bekannterweise. Wir bauen hier unsere 18 Häuser hin und jetzt schon ist der Preis auf 50 Euro Quadratmeter gestiegen. Und meine Nachbarn profitieren ebenfalls davon, weil wenn wir unsere Infrastruktur aufbauen und die Häuser, Restaurants, Geschäfte hinstellen, dann werden die Nachbarsgrundstücke ebenfalls teurer. Und das ist auch der Profit. Also wenn du kaufst Grundstück und dein Nachbar macht etwas, profitierst du davon automatisch mit. Und meine Grundstücke hier sind um 2,5% gestiegen innerhalb von 3 Jahren. Das ist sehr, sehr gut. Und die werden weiterhin ansteigen. Hier in der Region kommen sehr viele reiche Menschen, die kaufen. Und ich sehe da vorne ein Reh. Oh mein Gott. Da, guck mal. Da kommt einer. Wir sind mitten in der Natur. Das ist einfach beautiful. Du kannst ein Häuschen hinstellen, hier Ferien machen, die Zeit mit deinen Kindern verbringen. Und die wunderschöne Natur beobachten. Der ist gerade. Wir haben nicht nur die Rehe hier, sondern Wildpferde. Also allgemein, die Grundstücke in der Natur am Wasser sind sehr, sehr, sehr begehrt. Die Menschen wollen ja in der Natur leben, die wollen die Natur gestalten. Hier kann man richtig gut Stress abbauen. Wir haben zurzeit eine Baustelle hier. Ich freue mich, das nehmen wir weg. Wir werden auch die Natur so belassen, wie die mal war. Wir werden nicht so viel Künstliches machen. Auch unsere Häuser sind Ecohäuser. Unsere Häuser werden aus Holz, Glas gebaut, etwas Metall, doch wir bleiben sehr, sehr ökologisch. Wir benutzen sogar Ecofarben für die Holzlasur, damit die Natur stehen bleibt, die Menschen hier die Zeit genießen können und für die Gesundheit ist das vor allem fördernd. Gesundheitsmäßig achten wir sehr darauf, dass unsere Häuser gesund bleiben. Grundstücke, die wir verkaufen, befinden sich direkt an der Wasserlage. Das sind die begehrtesten Lagen. Wir verkaufen die mit notarieller Beurkundung. Der Mensch bekommt komplett alles auf sich überschrieben und kann das später an seine Kinder hinterlassen. Zu 100% gehört das Grundstück dir. Man kann ein Grundstück vermieten, verpachten, bebauen oder einfach langfristig stehen lassen und dann wieder veräußern, weil die Preise für die Grundstücke europaweit, übrigens auch weltweit, sehr steigen.